Hallo meine lieben Freunde, sorry, dass ich mich jetzt so unorthodox an euch wende. Es gibt aber eine Nachricht, die muss ich unbedingt mit euch teilen, weil sie irgendwie von den deutschen Medien völlig ignoriert wird und ich finde, dass man Zivilcourage wirklich unterstützen sollte und nicht immer nur über negative Dinge berichten sollte oder über berühmte Bands, weil das Quote bringt. Es geht hierbei um Yishai Montgomery, das ist ein Held, man kann es wirklich so nennen, der vor 2 Tagen in Tel Aviv einen Terroristen zur Strecke gebracht hat, der mit einem Messer bewaffnet wehrlose Passanten überfallen hat, einen getötet hat und 12 weitere Verletzte, darunter eine schwangere Frau. Yishai saß an der anderen Straßenseite mit seiner Gitarre, hat gespielt und als er mitbekam, was passiert, hat er seine Gitarre genommen, hat sich auf den Angreifer gestürzt und ihn damit K.O. geschlagen, wie ihr auf dem Bild sehen könnt. Es gibt mittlerweile sogar eine Fundraising-Kampagne, die ihm diese Gitarre, die er durch diesen Akt zerstört worden ist, wieder ersetzen soll. Euch steht natürlich frei, diese Kampagne auch zu unterstützen. Ich wollte euch das einfach nur erzählen, weil ich finde, dass ein Mensch, der so Zivilcourage an den Tag legt und vielleicht auch dem einen oder anderen Menschen das Leben gerettet hat, dass das unterstützt werden sollte und ich das absolut nicht verstehen kann, wie sowas von etablierten Medien ignoriert werden kann. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, steht euch natürlich auch gerne frei, das Video zu teilen. Ich finde einfach, sowas muss unterstützt werden. 14 Uhr kommt dann natürlich das reguläre Video von mir, wo ich euch dann vielleicht auch zeige, wie ihr so ein kleiner Held werden könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und seid wie Yishai. Zeigt Zivilcourage, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Vielen Dank.